Ja, seid mir gegrüßt. Willkommen zur Folge 3 des Retro Newsflash. Auch heute wieder mit spannenden Themen rund um den C64 und den Amiga. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Es geht um die BPJS, die Bundesprüfstelle für jugendgefährdete Schriften. Die werden vielleicht einige von euch noch kennen. Im Prinzip geht es um die Jahre 1984 bis 1995, also die goldene Ära der Homecomputer, des Commodore 64 und den vergleichbaren Homecomputern der damaligen Zeit, die also das heimische Geschehen auf den Fernsehern beherrschten. Von Bedeutung im Prinzip der 13. Dezember 1984. An dem Tag wurden also die ersten Spiele indiziert und das waren, ich will es gerade nochmal gucken, River Raid von 1982, die Panzersimulation Battlezone von 1980 und das Rennspiel Speed Racer von 1983. In der Indizierungsakte spricht die Behörde von emotionssteuernden und aggressionssteigernden Eigenschaften. Bei älteren Jugendlichen führt das Bespielen zu physischer Verkrampfung, Ärger, Aggressivität, Fahrigkeit im Denken, Konzentrationsschwierigkeiten und Kopfschmerzen unter anderem. Zu dieser Aussage kommt ein gewisser Professor Fritz, welcher auch in den darauffolgenden Jahren immer wieder in den Akten der Behörde auftaucht und also hier zu Rate gezogen wird. Man erkennt also bereits hier, wohin die Reise geht, und viele von euch werden sich bei dem Artikel denken, what the fuck, das Spiel war auf dem Index? Es ist eine andere Zeit. Man merkt schnell, dass die Leute, welche die Software damals also testen sollten, überfordert waren. Also ganz nach dem Motto, ja, schöne Meinung, aber gibt's die auch mit Ahnung? In vielen Fällen vergeblicher Mühen geben die Mitarbeiter also dann auch irgendwie schnell auf, weil die Prüfer können also kein Spiel auf den Index setzen, das sie also nicht bis zum Ende auch gespielt haben. Naja, und was macht man dann? Die Leute der Behörde haben also dann im Prinzip diejenigen zu Rate gezogen, vor denen die Spiele eigentlich geschützt werden sollten, und das waren dann eben die Jugendlichen. Es herrscht aber mehr oder weniger Willkür zu dieser Zeit. Die BPJS durfte Indizierung halt auch nur auf Antrag machen, erregte also ein Spiel nirgends irgendwo Anstoß, kam es folglich auch nicht auf den Index. Anträge zu stellen war lediglich den obersten Jugendbehörden der Länder, den Landesjugendämtern, den Jugendämtern und dem Bundesminister für Frauen und Jugend möglich. Außerdem dauerte es, bis die BPJS also auch aktiv geworden ist. Die meisten Spiele wurden erst Jahre später auf den Index überhaupt gestellt, was natürlich aus Jugendschutzsicht eher kontraproduktiv war, weil man sollte ja eigentlich annehmen, dass die Spiele direkt nach Veröffentlichung direkt auf den Index kommen, damit man dann eben in dem Fall die Jugendlichen dann auch schützen könnte. Wahrscheinlich musste die Behörde ihre Entscheidung also auch hier wortreich erklären, aber im Grunde genommen hat es eigentlich zur Indexierung erstmal gereicht, wenn es ein Kriegsspiel war. Dann war es eigentlich fast schon klar, kam auf den Index. Die Regularien für Games gelten im Grundzügen eigentlich auch heute noch. Heute kennen wir das Ganze unter der USK, also der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle. Die haben ja ihre Alterseinstufung, und da ist es eigentlich so, dass die Kennzeichnung in, weiß ich nicht, ganz, ganz seltenen Fällen irgendwie abgelehnt wird. Und dann kommt die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz auf den Plan. Die müssen das dann also prüfen und gegebenenfalls indizieren. Ja, jetzt wünsche ich aber viel Spaß beim Artikel und der wohl 30 bis 40 verwunderten What the fuck Momente bei alten Computerspielern. Viel Spaß!
Bist du bereit für die Wahrheit? Du wachst in einer feuchten und kalten Zelle auf. Dein Kopf tut weh, als wäre er mit etwas eingeschlagen worden und du fühlst dich sehr schwindelig. Du kannst dich nicht erinnern, wer du bist und warum du eingesperrt bist. Du musst einen Ausweg aus diesem Ort finden. Broken Mirror von Quadgar Games wird also im Jahr 2024 vor einiger Zeit veröffentlicht und hat also eine lange Geschichte. Es war ursprünglich ein interaktives Spiel, das in einer Programmiersprache namens AlanIf entwickelt wurde. Alan ist bis heute ein Werkzeug zur Erstellung von reinen textbasierten Adventures. Das ursprüngliche Spiel stammt aber eigentlich schon aus dem Jahr 2009. Jahrelang hatte der Entwickler darüber nachgedacht, das Spiel zu einem klassischen Point-and-Click-Adventure umzugestalten, aber er hatte weder den Quellcode noch eine spielbare Version des Spiels und daher schien ihm die Aufgabe unmöglich. Der Wendepunkt kam dann also vor einiger Zeit, als er anfing, an der Game Assembly School zu arbeiten, an der er also vorher studiert hatte, und hat also hier das Games-Archiv durchstöbert und hat aber zunächst eigentlich nichts gefunden, und einen Monat später oder so hat er es dann nochmal versucht und wurde also dann auch tatsächlich fündig, weil das Spiel oder der Code, was auch immer er da gefunden hatte, in einem falschen Ordner abgelegt war. Und naja, das hat er sich dann also angeschaut und der Code war weiterhin nicht vorhanden. Er musste also dann das Spiel komplett durchspielen, musste sich alles aufschreiben, musste alle Gegenstände lokalisieren und musste die Zusammengehörigkeit der Quests dann also analysieren. Und hat dann damit angefangen, das Ganze als klassisches Point-and-Click-Adventure auf dem Commodore 64 zu programmieren. Ja, und jetzt, voilà, hier ist das Ganze. Ein klassisches Point-and-Click-Adventure, in dem wir also Puzzle lösen müssen und Hinweisen nachgehen müssen, um am Ende herauszufinden, wer wir sind. Das Spiel kann kostenlos runtergeladen werden, Link dazu also in der Videobeschreibung. Und was ich also auch noch ganz interessant finde, dass er also auch die Version von 2009, die er damals also ursprünglich entwickelt hat, die hat er da auch nochmal verlinkt und die kann man sich auch downloaden. Ob die jetzt vollständig ist, das weiß ich nicht, das habe ich jetzt nicht überprüft. Auf jeden Fall, wer ihr das Genre von Horror Adventures, Point-and-Click-Adventures, also Mark, der sollte auf jeden Fall einmal reinschauen. Wir kommen zu einem Work-in-Progress-Titel, der sich noch im Alpha-Status befindet, vielleicht aber sogar 2024 noch das Licht der Welt erblickt. Die Rede ist von Dungeonet, The New Adventure. Und während also in den letzten Jahren jede Menge Spiele für Amiga veröffentlicht wurden, kam eher selten welche von etablierten Industrieveteranen aus den 90ern auf den Markt. Aber hier hat sich also der langjährige Amiga-Guru Adrian Cummings, der also beispielsweise Schöpfer von Titeln wie Cyberpunks, Tintoy, Doodlebug und vielen anderen war, der hat also ein qualitativ sehr hochwertiges Spiel für den Amiga AGA und das CD32 in Entwicklung und nach seiner Aussage auf dem EAB, also dem English Amiga Board, soll das Ganze auf einem normalen AGA Amiga bzw. dem CD32 mit 2 MB Chip RAM laufen, bzw. eben auch dem Amiga Mini. Und das Spiel ist wohl so ein Hybrid aus einigen Spielen, sicherlich mit den Wurzeln Diablo, aber auch viele andere Hack-and-Slay-Dungeon-Crawler, die also in diese Richtung gehen. Und ursprünglich war das Spiel also vor vielen Jahren mal für die
Apple Watch geschrieben worden und 2018 kam es dann für Spectrum Next auch. Aber er hatte jetzt gesagt, dass also dieses Spiel wirklich komplett neu entwickelt wird für den Amiga und hat also eigentlich nur noch den Titel als Ähnlichkeit oder verwendet eben noch den Titel. Wie gesagt, als Veröffentlichungsdatum gibt er wohl, naja, vielleicht eher scherzhaft 2024, also Dezember 2024 oder Dezember 2025 an, was so viel heißt wie, ja, es erscheint eben, wenn es erscheint. Amiga-Spieler sollten auf jeden Fall aber hier einen Blick riskieren und sich auf dem Laufenden halten, weil das sieht also wirklich gut aus und ich glaube, das könnte also ein großes Spiel wieder werden. Also dranbleiben. Ja, wir kommen zur letzten News für diese Folge. Exklusiv sozusagen, mehr oder weniger, aus dem Forum 64 kann ich berichten. Hier haben die User The Real Wanderer und Courage sich vorgenommen, den ersten Teil von Leisure Suit Larry für den C64 zu portieren. Erstmals vorgestellt war das ganze Projekt auf der Dorico 2024. Dabei haben sie also auch schon einiges umgesetzt, wie beispielsweise die Intro und den Parser mit der Eingabe und Auswertung von Wörtern und halt auch ganzen Sätzen. Die Erfassung von einzelnen Bereichen, in denen sich Larry also bewegen kann, sowie dessen Auswertung, ob Larry sich in der Nähe von Objekten zum Beispiel befindet. Wie aus dem Forum 64 zu lesen war, sind die einzelnen Grafiken der Orte im Spiel bereits konvertiert, sowie die Steuerung von Larry. Einzelne Sprites sind auch schon fertig und deren Funktionalität bzw. deren Animation. Das Spiel ist aber noch im Work in Progress, im relativ frühen Stadium, würde ich sagen. Vor allem würden sich die beiden aber auch über Hilfe von Usern, wem auch immer, im Bereich Grafik freuen. Sollten also Grafiker unter euch sein, die sich im Bereich C64 auskennen und helfen möchten, die sollten sich im Forum 64 bei The Real Wanderer und Courage per PM vielleicht melden. Wäre also schön, wenn sich hier jemand finden würde, der das Projekt unterstützen kann. Vor allem wird die Unterstützung bei der Überarbeitung von den vorhandenen und vorkonvertierten Grafiken unter Beachtung des der C64-Eigenheiten, also Color Clashes, und geschicktes Setzen von Farbwerten benötigt, weil viele Animationen über Ändern des Farbramps oder Colorramps und der Bitmap erledigt werden müssen. Des Weiteren das Überarbeiten und Erstellen von Sprites und Sprites-Animationen. Ja, die Portierung soll so nah wie möglich am Original bleiben. Technisch bedingt gibt es doch ein paar Änderungen, das haben sie also schon angekündigt. Beispielsweise werden die Texte im Spiel im Original ja in der Mitte der Grafik angezeigt. Das wird sich dahingehend verändern, dass die Texte nur oben angezeigt werden. Und es gibt auch kein Pull-Down-Menü, soweit ich das jetzt in Erfahrung bringen konnte. Ja, Laden, Speichern erfolgt wahrscheinlich über die F-Tasten und das Inventar kann dann mittels des Feuerknopfs eingesehen werden und so einen Boss-Modus beispielsweise wird es voraussichtlich auch nicht geben. Ja, um etwas zeitgemäßer zu sein, sollen also auch ein paar Aufgaben verändert werden oder sollen vielleicht sogar neu hinzukommen und deren Antworten werden dann eben dementsprechend auch angepasst. Wo sind die Hürden, die noch zu nehmen sind? Speziell hier wohl die Routine für die Vordergrund- und Hintergrundabdeckung, was kein ganz triviales Unterfangen ist und wohl einiges an Zeit kosten wird. Zu sehen sind hier gerade zwei Videos. Das erste stammt von der Dorico 2024. Das zweite hat mir The Real Wanderer ja, ganz brandaktuell und exklusiv vielleicht sogar zur Verfügung gestellt.
Darin sieht man also im zweiten speziell schon einige Neuerungen gegenüber dem ersten Video. Und zwar hier vor allem die Schlägerei mit dem Taxifahrer. Also wenn man die Fahrt nicht bezahlt, dann kommt es zur Auseinandersetzung mit dem Fahrer. Und auch hier der neue Larry nach dem Tod. Also stirbt Larry, wird er durch den Zusammenbau eines neuen Larrys ersetzt. Und das autonome Taxi, also wenn der Larry halt hier hin und her geht, dann fährt das Taxi irgendwann von selbst weg, falls man eben nicht einsteigt. Ja, wenn sich einige jetzt vielleicht fragen, ja, wie sieht es denn da eigentlich mit den Rechten aus? Da ist eigentlich noch alles offen. Die Rechte liegen wohl momentan bei Electronic Arts. Da bleibt es halt abzuwarten, ob die sich da in irgendeiner Form melden oder irgendwas dazu sagen. Die Entwickler hätten sich eigentlich gewünscht, eine Boxed-Version mit vielleicht ein paar Gimmicks irgendwie rauszubringen. Sollte das halt nicht möglich sein aufgrund der Rechte-Situation, dann wird das Spiel auf jeden Fall, wenn es dann mal fertiggestellt ist, kostenlos zur Verfügung gestellt. Das bleibt also auf jeden Fall spannend und man sollte auf jeden Fall dranbleiben und hoffen, dass es also zu einer Veröffentlichung mit Boxed-Version kommt. Das würde mich besonders auch sehr freuen. Da würde dann auch die Arbeit vielleicht dementsprechend und angemessen gewürdigt werden. Ich bleibe auf jeden Fall dran. Wenn es was Neues gibt, erfahrt es hier. Ja, das war's dann für die Folge 3 des Retro Newsflash. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin macht's gut. Ciao.